Oh nein, die Kotze tropft nach unten. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Meine lieben Freunde, mit Spaced Out DLC natürlich am Start. Und wir haben einfach ein maximales Problem. Wir haben ein maximales, ja, CO2-Problem. Die Trommelfälle sind in einer Tour am Platzen. Wir haben jetzt schon einen Schornstein am Start, der 500 GS pro Sekunde an CO2 abpumpt. Wir haben aber eine Produktion von CO2 hier unten, die wesentlich höher ist als das. Deswegen baue ich hier gerade noch eine zweite Gaspumpe, damit wir noch mehr CO2 von hier unten loswerden. Wir haben ja auch noch die Nasenlosen, die ausatmen. Die produzieren ja auch immer CO2 regelmäßig. Damit wir kurzfristig den Druck ein wenig entlasten, habe ich jetzt hier mal eine Grabungsoperation angewiesen, sodass hier das Volumen mal ein bisschen größer wird, dass wir da mal ein bisschen mehr Platz schaffen. Das verschafft uns ein bisschen Zeit, führt dazu, dass das CO2 von den oberen Räumen tendenziell eher ein bisschen wieder nach unten absinkt, damit wir hier oben auch mal wieder ein bisschen Sauerstoff nachproduzieren, weil irgendwann haben wir nämlich sonst einfach nur noch alle Räume voll CO2 und der Druck ist dann irgendwann so hoch, dass überall die Trommelfälle platzen. Wenn ihr das hier übrigens feiert, dass wir uns Oxygen Not Included reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die ist immer am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt oder am Ende. Und selbstverständlich könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das hier findet, dass wir Oxygen Not Included spielen. Oh mein Gott, der Stresspegel, er steigt und steigt und steigt. Der P-Bauer ist jetzt schon bei 80%. Aber es sind immerhin jetzt schon weniger Kilogramm Druck. Guckt mal, es sind jetzt nur noch 5,5 und nicht mehr 6,7 oder was das hier unten war. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal ganz ausgezeichnet. Es wird ein bisschen weniger Druck. Der Druck wird entlastet. Das CO2 zieht jetzt hier in die ins frei gewordene Volumen rein. Das ist schon mal sehr gut. So muss das sein. So ist das fein. So gefällt mir das. Guck mal, hier haben wir auch noch ein bisschen Volumen eigentlich hier unten. Hier können wir mal eigentlich auch noch aufmachen. Dann können wir hier auch mal den Sauerstoff rauslassen. Und da können sie ja einfach drüber springen dann. Das geht ja auch. Können sie doch, oder? Du kannst da rüberspringen, wenn da offen ist. Wenn du das jetzt nicht kannst, dann bin ich enttäuscht. Ja, du kannst springen. Er springt sowieso die ganze Zeit. Er ist so gestresst, er bewegt sich nur noch vorwärts wie Bugs Bunny. Dieser Moment in deinem Leben, wenn du so gestresst bist, dass du dich nur noch wie Bugs Bunny fortbewegst, dann weißt du, du hast alles richtig gemacht in deinem Leben. So, ich hoffe, Atensic ist gerade dabei. Okay, sie ist gerade dabei, den zweiten Filter zu bauen. Das ist gut. Sehr gut, sehr gut. Das sieht sehr gut aus. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wunderbar. So, hier müssen wir jetzt wieder filtern. Was hatte ich denn hier nochmal eingestellt? Hier hatte ich eingestellt Sauerstoff als Filtergas, genau. Dann machen wir das hier auch wieder. Genau, das ist ja genauso konfiguriert wie der hier. Ja, wenn wir dann den zweiten Schornstein am Start haben, dann haben wir hoffentlich dann ein Gasniveau erreicht, was dann langsam wieder fallend ist. Und je nachdem, wie das dann sich einpendelt, können wir dann auch zwischendurch mal eine Pumpe vielleicht mal wieder ausschalten. Ne, und so müssen wir halt mal gucken. Müssen wir mal schauen, wie das so funktioniert. Wie sieht es denn jetzt aus mit dem Druck? Oh, das sieht schon mal besser aus. Jetzt guck mal. 5. Hier sind es 6. 4. Hier sind es jetzt 6,2. Es geht halt langsam, ne? Es geht halt nicht schnell. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Es ist halt ein langsamer Prozess des Druckausgleichs. Aber die zweite Pumpe ist schon mal am Start jetzt. Sehr gut. Gucken wir doch mal gleich, wie sieht denn die Lüftung so aus? Lüftungsoverlay. Ja, beide Schornsteine funktionieren jetzt hervorragend. Na Gott sei Dank. Das sind jetzt 1000 G pro Sekunde an Luftabzug, die wir hier produzieren. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal ganz ausgezeichnet. Es ist auch schon weniger geworden. Es sind jetzt nur noch 6 Kilogramm. Damit müsste jetzt eigentlich das CO2 aus den oberen Räumen auch langsam mal wieder nach unten absinken eigentlich. Und damit hat der Sauerstoff wieder ein bisschen mehr Platz, um sich oben zu verteilen halt. Was tendenziell sehr gut ist. Das ist ganz, ganz ausgezeichnet. Das sieht aus hier mit so einem Schornstein hier oben. Das sieht aus.
Müssen wir mal gucken, wie sieht denn dieses Gas-Overlay aus? Ja, das dissipiert gleich direkt hier. Das verflüchtigt sich gleich direkt in den Weltraum. Es verschwindet da direkt. Ja, verhungern, das kommt manchmal, das ist unwichtig. Das sieht schon ganz schön abgefahren aus. Aber sehe ich das richtig, dass die Leitung ganz schön heiß wird? Da oben? Obwohl, nee, eigentlich nicht. Ist gemäßigt. Sieht eigentlich sehr gut aus. Sag mal, kann das sein, dass das CO2 sogar einen kühlenden Effekt hat? Kann eigentlich nicht sein, weil das müsste eigentlich heiß sein, wenn es abgepumpt wird. Naja, das ist 36 Grad warm. Ich glaube, das hat sogar einen heizenden Effekt. Das führt dazu, dass hier oben... Oh, 42 Grad. Ja, das ist natürlich eigentlich nicht so toll. Da müsste man das irgendwie eigentlich noch durch eine Zone durchleiten, irgendwie durch Wasser oder so, wo es ein bisschen die Temperatur wieder verliert. Weil das mit der erhöhten Temperatur führt auch wieder zu Stress. Das ist auch wieder nicht so optimal. Ich sag's mal so, wir haben schon die Hälfte gewonnen, wenn der Gasdruck sinkt einfach. Wenn wir den Gasdruck runterkriegen. Sehr gut, hier kommt jetzt auch... Hier, das hat jetzt hier schon wieder genug Platz, um Sauerstoff rauszuleiten. Das ist schon mal gut. Weil, das war ja bisher immer blockiert wegen Gasdruck. Das heißt, der hier... Warte mal, wie viel haben wir jetzt hier? Wir haben hier jetzt 8. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. 2000. Ja, dengelt halt hin und her. Aber wenn hier der Druck dann auch mal nachlässt, dann können wir hier auch mal wieder Sauerstoff produzieren. Das wäre natürlich super. Dazu muss natürlich da noch viel mehr passieren. Ja, es ist schon ganz schön heftig, ich sag's euch. Das ist schon alles ganz schön heftig. Hier sammelt sich natürlich auch ganz schön viel CO2 an, was gar nicht abgeleitet wird, fällt mir gerade mal so auf. Wir machen mal hier Folgendes. Wir machen mal hier auf und lassen die mal hier ein Loch reinmachen. Machen wir hier eine Leiter hoch, dass sie da oben rankommen. Und dann machen wir hier mal noch so einen gasdurchlässigen Ziegel, damit sich das hier noch ein bisschen verteilen kann. Weil hier staut sich auch der Sauerstoff. Der kann hier gar nicht weiter nach oben. Wir müssen halt immer schön drauf achten, dass wir diese gasdurchlässigen Ziegel benutzen. Hier müssen wir eigentlich auch mal so ein Gas... Alter! Das wären ja immer mehr Viecher da oben. Ich raste gerade ein bisschen aus. Sind die nicht gefährlich? Die machen doch, die verteilen doch Keime. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die verteilen Keime. Ich glaube, das ist gar nicht so gut, wenn diese Viecher da sind. Ist nur so ein Gefühl. Genau, schön das wegmachen da und dann macht da mal so einen Ziegel hin. Ja, und hier machen wir mal auch so einen Ziegel hin, da müssen sie ja nicht drüber hüpfen. Genau, hier graben wir uns gerade in ein Vakuum rein und das Vakuum führt dann auch nochmal dazu, dass das CO2 sich nach unten ein bisschen ausdehnen kann. Das Problem ist, hier kommt halt immer auch sehr schnell... CO2 wieder dazu, ne? Das ist halt immer so ein bisschen das Problem an der Stelle. Ich meine, einige werden jetzt sagen, bau doch diese Massageanlage da, die es da gibt bei Medizin. Das Problem dabei ist, die braucht auch Strom und wenn ich die dann wieder in den Bereich stelle, weil ich habe viel Platz, haben wir ja jetzt hier auch nicht, wenn ich die dann wieder in den Bereich stelle, wo CO2 ist, mit hohem Druck, dann relativiert sich der Effekt ja auch wieder, weil das Problem ist ja vor allem, der hohe Druck, den wir am Start haben. Prina, warum geht es nicht? Hat mit Prime abonniert. 15 Monate, Dankeschön. Und 100 Bits von Daimos, Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ich bedanke mich. Ja, also das Problem ist halt vor allem, wir müssen die Ursachen für Stress erstmal bekämpfen, ja. Es nützt ja nichts, wenn ich Yoga mache und wenn ich dann 5 Minuten Yoga mache und dann gehe ich wieder zurück in den stressigen Alltag, ja. Das bringt ja dann nur bedingt was. Das heißt, ich muss die Ursachen bekämpfen für Stress. Wenn ich die Ursachen für Stress nicht bekämpfe, dann kann ich so viel Massage machen, wie ich lustig bin, dann bringt das nichts. Mir machen diese Viecher da ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt. Bau doch noch ein Rohr mit Pumpe. Ich habe schon 2. Ich habe schon 2. Außerdem braucht jede Pumpe ja auch wieder Strom. Und wir können ja nun nicht... Das macht ja keinen Sinn, wenn wir die ganze Zeit nur Strom produzieren, um dann Pumpen zu bauen, die dann wieder das CO2 abführen. Dann haben wir ja ständig nur ein Defizit die ganze Zeit. Oder beziehungsweise wir arbeiten immer nur auf plus minus null hin. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Wir müssen mal schauen, dass der nächste Stromproduzent mit Elektrolyse läuft. Das wäre mal ganz gut. Also, dass wir vielleicht einen Elektrolyseur bauen und dann gleich direkt in denselben Raum
einen Wasserstoffgenerator, der aus Wasserstoff Strom produziert. Dazu brauchen wir aber auch erstmal einen Raum, wo das Ganze auch realisiert werden kann. Das ist gar nicht so einfach. Und Wasser vor allem braucht man dafür. Wenn der Entsalzer da nicht läuft, der muss da permanent durchlaufen. Sonst können wir das vergessen, die Idee. Das ist leider ein bisschen das Problem. Bau einen Wasserspender in den Essensraum und deaktiviere ihn. Dann bekommst du einen Raumbonus und kannst Passivstress senken. Das ist natürlich eine Idee, ja. Das können wir durchaus mal machen. Wo war der jetzt nochmal, der Wasserspender? Veredeln? Nee. Das ist auch immer so ein Problem. Es gibt leider kein zusammenfassende Kategorie für stresssenkende Objekte. Man muss die immer so ein bisschen so hier aus der Masse rausfrickeln, hier aus den Objekten. Bei Möbel war, genau, den Wasserkühler meint ihr. Den meint ihr, glaube ich. Dann stelle ich den jetzt da mit rein und hoffe, dass das funktioniert. Ja, Möbel. Ich bin gerade am Forschen. Ich bin gerade am oder beziehungsweise, wenn ich die Einrichtung hier aktiviere, bin ich am Forschen. In Bezug auf Kunst. Damit wir die Räume noch ausgestalten. Weil momentan haben wir gar keine Gestaltungsoptionen momentan. Ich kann ja mal gucken, ob wir das machen können mit Gebäude aktivieren. Weil ich habe ein bisschen Angst, dass wir dann vielleicht zu viel Strom ziehen über den Leitungen, weil wir das noch nicht separiert haben. Nicht, dass uns dann die Leitungen durchschmoren. Wir haben ja immer nur die kleinen Leitungen hier am Start. Strom ist halt momentan immer noch auch ein bisschen ein Problem, ne? Gerade weil wir jetzt ja auch durch die Pumpen wieder mehr Strom verbrauchen. Das ist nämlich gar nicht so einfach hier, ich sag's euch. Das ist gar nicht so einfach. Wie sieht's eigentlich in der anderen Kolonie aus? Die sind ja fast ohne Sauerstoff hier. Ah, obwohl, nee. Hier ist halt einiges an Kohlendioxid. Hier ist viel Sauerstoff drin. Hier ist ziemlich viel CO2 drin, aber das ist ja auch der Dings. Hat denn unser Sauerstoffgenerator hier? Der hat aber Algen. Das sieht eigentlich gut aus. Aber wir haben nicht mehr viele Algen so insgesamt hier in dem Bereich. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier ist jetzt das Wasser rausgekommen. Da weiß ich gar nicht, ob das so gut ist. Vielleicht mal hier ein bisschen noch weiter runtergraben. Da sind nämlich noch Algen. Das können wir mal machen. Dann haben wir auch wieder mehr Platz für CO2. Warte, mach das mal so. So, sodass wir uns so treppchenweise so nach unten graben hier. Und dann holen wir uns gleich mal hier die Algen. Da sind auch noch Algen. Da sind noch Algen. Das heißt, wir können uns eigentlich auch gleich mal noch... Ist das hier Oxylit? Ja, Oxylit. Sehr gut. Dann graben wir uns da mal so rein. Brauchen die Algen für die Sauerstoffproduktion. Das ist ganz wichtig. Sind eigentlich Keime im Wasser? Warum ist die Pumpe eigentlich so verkeimt? Warum seid ihr eigentlich alle so verkeimt? Ihr keimigen Nasenlosen, ihr Kleinen. Unglaublich. Ah, genau, ich habe die Türen abgerissen hier, damit hier mal ein bisschen mehr Gasaustausch herrscht. Apropos Gasaustausch, lass mal hier noch einen Gasaustauschblock unter die Bänke da bauen. Irgendwie geht das nicht. Warum geht das nicht? So, das muss ich abreißen hier, zerlegen. Aber ich glaube, wenn das hier nicht auf ein niedrigeres Niveau absinkt, also noch niedriger als jetzt, dann wird da, glaube ich, auch nichts passieren im Hinblick auf Gas sinkt nach unten ab. Weil hier ist immer noch zu viel. Ist ja gerade ein Überdruck aktuell. Und wir müssen den Überdruck ja erstmal auf Normaldruck kriegen. Und Normaldruck sind ja 2800 oder so. Das ist ja, glaube ich, Normaldruck. Wir sind ja immer noch doppelt so hoch wie Normaldruck aktuell. Das wird also noch eine ganze Weile dauern, bis da unten mal wieder normale Zustände herrschen. Jetzt versteht ihr vielleicht auch, warum ich aktuell auch keine neuen Nasenlosen reinbringen kann. Weil jeder Nasenlose, der jetzt wieder reinkommt, würde ja noch mehr CO2 hinzufügen. Ja, die atmen ja auch aus. Das ist ja das Problem. Also das ist gar nicht so ohne, was hier passiert. Dieses Gleichgewicht herzustellen, ist echt schwierig. Schon wieder alles am Limit, ey. 2000 hauen die hier raus. Die hier verteilen 1000. Dann haben wir noch 1000 übrig eigentlich. Warte mal. Da müssen wir noch einen Trafo bauen jetzt. Damit wir das dann verteilen können nochmal. Was? Verhungern? Ach, lügt doch nicht. Damit wir das dann verteilen können, damit wir dann vielleicht damit dann die Stromproduktion vom Wasserstoffgenerator schon mal am Laufen kriegen. Das wäre vielleicht ganz gut, wenn wir das als nächstes mal in Angriff nehmen.
Ist natürlich hier ein bisschen schwierig jetzt. Da müssen wir ganz schön gucken. Hier müssen wir noch freilassen, falls wir hier noch Generator, also hier Transformatoren aufbauen wollen. Das heißt, wir müssen hier eine Brücke machen. Und hier eine Brücke. Dass wir hier um diese Anlagen da drum rumkommen. So, genau. Und dann ziehen wir das jetzt einfach hier hoch. Und dann gehen wir damit dann hier lang. Hier lang. Huch. Oh, oh, was? Nahrung? Verhungern? Wer verhungert? Die verhungern aber jetzt hier in dem. Wo verhungern die? Warte mal, geh mal aus dem Overlay raus. Ah! Wer verhungert wo? Die verhungern. Warum verhungern die? Wie kann denn das sein? Die haben doch hier Nahrung. Ungekühlt. Matschriegel. Produktion für immer. Haben die keine Erde mehr? Um Matschriegel zu produzieren? Geh da woanders hin. Geh da hin. Los, mach Essen. Atomolin hat auch Nahrungsproblem. Verstehe ich gerade gar nicht. Warte mal, was haben wir denn für eine Lieferung bekommen? Wir haben Waffeln bekommen. Da ist jetzt die Frage. Warte mal, wo verhungern sie denn am ehesten? Wenn wir, wie sieht es denn hier mit der Nahrung aus? Hexalfrucht. Läusebrot. Die haben doch voll viel hier an Essen. Warum meckern die da eigentlich? Verstehe ich gar nicht. Wie sieht es denn der anderen aus? Zeige alles. Essbar. Zeig mal alles, was essbar ist hier. Alles. Kann man das irgendwie alles markieren, zufällig? Die haben noch Matschriegel. Hä? Die haben doch was zu essen. Verstehe ich nicht. Schmutzwurzel haben sie. Sind doch voll ausgestattet. Also manchmal muss ich sagen, ich verstehe diese Meldung manchmal nicht. Das irritiert mich manchmal echt maximal. So, was hat man jetzt noch bekommen da? Was war das andere? Leuchtnympheneier? Nee, was kann der ja? Der kann Viehzucht, Kreativität, Medizin, Stärke. Nee, ich nehme hier mal das Essen jetzt. So. Essen drucken ist immer eine gute Idee. Es ist alles schon ganz schön... Man muss schon ganz schön aufpassen hier teilweise. Da brauchen sie jetzt aber eigentlich auch nicht mehr kochen, jetzt wo sie das Zeug gekriegt haben. So, wie schaut es jetzt hier unten aus? Jetzt sind sie hier... Jetzt muss ich hier erstmal das Kabel wieder weiter hochziehen. Das müssen wir jetzt mal schnell machen. Ja, ganz schön eng hier alles. Warte mal. Da müssen wir mal hier irgendwie... Hier so nach oben jetzt... Das Kabel da wird ja eigentlich nicht mehr gebraucht. Ich ziehe das jetzt hier einfach mal so oben drüber. Wir müssen ganz nach oben. Ach, verdammt, da ist natürlich wieder blockiert. So, und dann machen wir da am besten auch gleich eine Brücke. Und dann machen wir hier eine Brücke. Oder, ja, wir können es eigentlich auch durch den Boden ziehen, oder? Ah, nee, nee, wir ziehen es durch die Wand. So. 93% Stress. Es ist eigentlich ein Wunder, dass noch keiner eine Stressreaktion hatte. Das grenzt an ein Wunder. Oh, da habe ich eine Verbindung vergessen. Genau. Noch irgendwo was vergessen? Nee. Sieht eigentlich gut aus. Wie sieht mit dem Druck aus? Oh, wir sind mal unter 5000. Oh, under 5000. Der Wahnsinn. Aber hier oben wird es irgendwie auch nicht weniger so richtig. Hier wird es langsam mal weniger tatsächlich. Ganz langsam wird es hier mal weniger. Wenigstens beim Kacken können sie Sauerstoff atmen. Das ist schon mal ein Improvement zu vorher. Nicht schlecht. Naja, mühsam ernährt sich das Nasenlose. Mühsam ernähren sich die Nasenlosen. Ich glaube, wir müssen doch so ein Massageding bauen. Warte mal. Wir kommen, glaube ich, da nicht drum rum. Ich mach den jetzt mal hier hin, auch wenn das jetzt hier eigentlich nicht der geeignete Raum dafür ist. Aber wenigstens ist da schon eine Stromleitung, die nicht völlig überlastet ist. Dann können sie sich da wenigstens komplett durchmassieren lassen. Vielleicht kriegen wir ja wenigstens noch einen runter vom Stresslevel. Dass wenigstens einer von beiden nicht ausrastet. Weil wenn beide ausrasten, haben wir, glaube ich, ein Problem. Eine Tür bei den Klos bringt auch schon Moralbonus. Echt? Okay, warte, dann machen wir das mal. Das ist, glaube ich, alles zu spät. Ist zu spät, glaube ich, alles. Das hätte alles früher kommen müssen. Ah!
Ich glaube, die Moral wird auch nicht gerade davon angehoben, dass auf dem Klo kleine einäugige Tiere rumlaufen. Ich glaube, das ist für die Moral nicht gerade förderlich, dass da diese kleinen einäugigen Tiere rumlaufen. Das ist vor allem immer mehr werden. Und warum ist das jetzt hier eigentlich kaputt? Außer Betrieb benötigt Leerung. Ach so. Es muss geleert werden. So, jetzt müssen sie nur die Stromleitung bauen. Aber sie sind gerade mit Graben beschäftigt. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Warum kann eigentlich der Arborbaum nicht wachsen? Oh nein, Körpertemperatur. Das ist auch nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ich würde den Raum, wo der Oxyfarn, Läusepflanze oder so, die zweite Tür nach unten versetzen. Die zweite Tür nach unten versetzen. Hm. Warum das? Dann geht ja das CO2 aus dem Raum raus. Das soll sich ja da sammeln. Der Oxyfarn, der braucht ja den CO2. Und wenn die Tür unten ist, geht ja das CO2 aus dem Raum immer raus. Was wir hier wahrscheinlich eher brauchen, ist nochmal ein zweites Lüftungsgitter. Damit CO2 von oben rein kann und Sauerstoff nach oben entweichen kann. Ich glaube, das brauchen wir da auf jeden Fall noch. Premium Bob hat einen neuen Fertigkeitspunkt erhalten. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Ich will erst mal sehen, dass hier gepümpelt wird. Genau. Schön pümpeln, auch wenn es keinen Spaß macht, ist wichtig. Sonst ist Ende mit Kacken. Hier ist nur angenehme 16% Stress. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja voll gechillt. 97% Stress. Ah, 97% Stress. Okay, was wollte ich machen? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Irgendwas wollte ich gerade machen. Möbel. Ah, Deckenleisten. Auf jeden Deckenleisten, Deckenleisten. Wir brauchen Deckenleisten. Kann man die aus allem Möglichen machen? Ja, ich mache die jetzt aus allem Möglichen. Um Gottes Willen Deckenleisten. Auf jeden Fall Deckenleisten, die erhöhen schon mal die Moral ein bisschen. Deckenleisten, Deckenleisten, Deckenleisten. Überall Deckenleisten. Wir brauchen überall Deckenleisten. An jeder Ecke Deckenleisten, Deckenleisten. Wir müssen uns mal Decken leisten. Das wäre mal viel schlauer, wenn wir uns Decken leisten. So, da ein Ziegel hin und dann Decken leisten. Wo war Deko? Wie wir verrutscht. Waren das nochmal? Bei Möbel? Ja. Ja, diese Ordnung von dem Baumenü ist der Hit einfach in diesem Spiel. Ist der Hit. Decken leisten, Decken leisten, Decken leisten, Decken leisten. Mehr Decken leisten, Decken leisten. Ohne Decken leisten sterben sie alle. Ohne Deckenleisten sind wir dem Tod geweiht. Deckenleisten, Deckenleisten, überall Deckenleisten. Hier ins Klo können wir auch nochmal Deckenleisten. Deckenleisten rein, Deckenleisten, überall Deckenleisten, Deckenleisten. Mach mal die da, die Deckenleisten da, die da, Deckenleisten. Können wir noch irgendwo Deckenleisten rein, mal Deckenleisten, hier Deckenleisten. Mach da mal eine Tür hin noch, Deckenleisten und dann Deckenleisten. Da, so. Tralala, und wo war jetzt das hier mit den Deckenleisten? Wo waren jetzt die Deckenleisten schon wieder? Bei Möbel. Möbel sind Deckenleisten, Deckenleisten sind Möbel, Möbel sind Deckenleisten. Da, geht keine Deckenleisten. Ah! Warum ist da eigentlich so schön in dem Raum? Wegen dem Baum oder was? Die Bäume sind schön. Wer hätte das gedacht? Aber meine Deckenleisten sind auch schön. Vielleicht hier noch Decken leisten, aber da kommen sie, glaube ich, nicht hoch. Da muss ich, glaube ich, Leitern hochziehen. Egal, wir machen das jetzt erstmal. Die sollen erstmal die Deckenleisten bauen, die sie jetzt bauen sollen. Sind die Deckenleisten luftdurchlässig? Ja, die sollten eigentlich luftdurchlässig sein. Das sind ja nur Wandverzierungen. Die sind ja hinter dem Boden quasi. Die sind ja nicht unter dem Boden als Fläche, sondern die sind ja nur an der Wand. Das ist wie eine Zierleiste an der Wand, glaube ich. Also das hat bisher nie Probleme verursacht, wenn man Deckenleisten hatte. Kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, dass das ein Problem gewesen wäre. Ob das dem Premium-Bob die Moral anhebt, wenn er Deckenleisten macht? Gucken wir mal gleich, wie sieht denn das aus? Ne, warte mal, muss ich da gucken? Hier muss ich da gucken. Mal gucken, ob der Effekt von den Deckenleisten sich auswirkt. Naja, so minimal halt, ne? So wahnsinnig viel wirkt es sich jetzt nicht aus. Der Effekt ist halt einfach so marginal. Aber immerhin, ja, wir haben Deckenleisten. Wer will schon Leisten an der Decke? Naja, besser als Kabel an der Decke, oder?
Würde ich jetzt mal behaupten. Ich behaupte das jetzt einfach, dass das besser ist. Eigentlich wäre es schlauer, wenn sie erstmal die Kabel bauen, dass sie vielleicht erstmal die Massageanlage benutzen können, aber egal. Wenn sie meinen, dass das die Prio ist. Oh Gott, der eine ist schon voll aggressiv hier. Sir Ramses ist voll aggressiv, dabei hat Sir Ramses gerade mal ein Stresslevel von 70%. So viele Massageanlagen können wir gar nicht betreiben. Wie wir brauchen. Demnächst. Aber immerhin. Ach, hier, das sieht doch eigentlich jetzt schon ganz schön aus. Das war hier vielleicht ein bisschen doof, das Rohr direkt durch den Raum durchzulegen. Gebe ich ja gerne zu. Ich bin ja der Erste, der es zugibt. Ich bin auch der Letzte, der was dagegen tut, wie immer. So ist das. Ich bin der Erste, der es zugibt und der Letzte, der was dagegen tut. Stress ist auf 99. Also, ich weiß. Es ist ein einziges Trauerspiel. 100% Stress. Atensik ist bei 100% Stress. Oh Gott. Und sie ist immer noch nicht durchgedreht. Wie machen die das eigentlich, dass sie nicht durchdrehen, frage ich mich. Die wissen genau, dass sie keine Wahl haben. Oh oh. Stress erbrechen. Schön ins Bett gekotzt. Es ist einmal, das geht und dann geht's wieder. Das ist wie wenn man Migräne hat, einmal brechen und dann ist alles wieder gut. Lass es drin, lass es drin, lass es drin. Nein! Warum muss ich gerade an der Exorzist denken? Stress erbrechen! Oh nein, die Kotze tropft nach unten. Ah gut, da unten, da kann sie reintropfen. Ist egal, da ist glaube ich sogar Chlorgas. Da wird es gleich desinfiziert. Der Wahnsinn. Erstmal die ganzen Schlafräume voll kotzen. Ob das die Moral weiter anhebt, wenn da überall Kotze liegt? Kann mir die jemand mal... Nein! Nicht... Okay, Atensik hat sich jetzt erbrochen. Jetzt geht's wieder. Jetzt ist gleich Pelbauer dran. Jetzt bin ich mal gespannt. Wo ist Pelbauer? Wo turnt der gerade rum? Wo ist Pelbauer? Hat irgendwer Pelbauer gesehen? Oh oh, was hat denn der für eine Stressreaktion eigentlich? Unstillbarer Hunger. Ich glaube, das ist schon seine Stress. Hat eine Fressattacke. Ja, ach, Essen haben wir genug. Der soll von mir aus fressen, bis er platzt. Immer rein damit in die Futterluke. Der eine erbricht sich. Der eine erbricht sich vor Stress. Der andere frisst alles. Das ist schon ein bisschen eklig alles hier. Und keiner wischt die Kotze auf. Jetzt schlafen sie alle in der Kotze. Toll. Ganz klasse. Wenn es einen entsprechenden Fetisch gibt, dann freut sich jemand. Wieso sollte es einen... Nein, ich frage lieber nicht. Ich will es gar nicht wissen. Hört auf, keiner erklärt mir irgendwas zu diesem Thema. Ich will es einfach gar nicht wissen. Ich will es nicht wissen. Ich will gar nichts wissen. Ich habe es nie gehört. Ich habe nie von irgendwas von irgendeinem Fetisch in Bezug auf Kotze gehört. Ich weiß gar nichts. Ich bin völlig unwissend. Studentenparty. Aber ich meine, wenn das die Stressreaktion ist, das ist ja noch erträglich eigentlich. Wie verkeimt ist denn das da jetzt eigentlich? Guck mal, die Kotze ist nicht mal verkeimt. Die Kotze ist voll hygienisch. Die Kotze ist voll hygienisch. Das ist alles im Rahmen, alles tolerierbar, alles erträglich. Da haben wir schon viel Schlimmeres gesehen, glaube ich. Solange keiner die Base anzündet, ist alles gut. Ja, und jetzt rein in die Kotze, genau. Guck mal, ist trotzdem alles grün im Raum. Die Kotze ist gar nicht so schlimm. Alles Fake News hier. Also ich finde es ja schon ein bisschen eklig, aber egal. Er frisst immer noch, der P-Bauer ist immer noch am Fressen. Er vernichtet einfach sämtliche Nahrung, die da rumliegt. Stehe die ganze Nacht in der Kotze, weißt du? Wundern sich. Meine Füße sind nass, ich stehe die ganze Nacht in der Kotze. So sterben Kolonien, sagt Mr. Spock. Wenn Mr. Spock das sagt, dann muss das auch stimmen. Ja, sehr gut, dann bin ich ja auf einem guten Weg jetzt. Nicht schlecht. Das ist alles eine Kräfteprobe. Nee, wie sagt man... Das ist eine Bärwährungsprobe ist das. Eine Bärwährungsprobe. Das ist so, wie wenn man auf Bärwährung ist. Ja, da muss man halt dann durch. Das ist so. Das ist dann halt so. Aber wir haben den
CO2-Druck schon mal richtig gut runtergebracht bis jetzt schon. Hier, guck mal, 3600 nur noch, nicht 3700. Naja. Das ist halt alles schon, wie gesagt, ganz schön schwierig. Der nächste, der durchdreht, ist, glaube ich, so Ramses. Was hat denn der für eine Stressreaktion? Zerstörerisch, oh Gott. Den müssen wir, glaube ich, fixieren dann, wenn der durchdreht. Der darf auf keinen Fall durchdrehen. Also wenn einer jetzt gleich auf die Bank geht, dann ist es Sir Ramses. Der ist schon bei 83%. Warte mal, wir müssen jetzt mal hier dafür sorgen. Wir müssen jetzt mal dafür sorgen, dass die jetzt mal prioritär diese verdammten Stromkabel endlich mal hier fertig machen jetzt. So. Das geht jetzt auf eine Prio 8 hier. Ich habe jetzt hier keine Lust mehr, da immer zu warten, bis die mit diesen wichtigen Sachen fertig sind, ja. Das wird jetzt einfach mal alles gemacht hier. So, und hier macht man eine 7 draus. Damit das nicht wieder die Priorität überschreibt. Ich kann euch sagen, meine lieben Freunde. Das ist alles nicht so ohne hier. Sir Ramses, Alter, der guckt schon voll aggressiv. Der muss unbedingt auf die Massagebank. Unbedingt. Schnell, irgendwer muss das machen. Irgendwer muss das jetzt mal alles machen hier. Gottes Willen. Wobei bei ihm anscheinend der Stresspegel zum Glück nicht ganz so schnell steigt. Er scheint ein bisschen stressresistenter zu sein als die anderen. Wie sieht es in der anderen Kolonie eigentlich aus? Naja, die kommen halt ganz gut klar. Maximaler Gasdruck, okay. Irgendwie ist hier immer noch die Luftzirkulation nicht so ganz so optimal. Hier unten sammelt sich halt viel CO2 an, das nicht so richtig ablaufen kann. Warte mal, dann mach das mal hier so. Und wir machen mal hier noch eine zweite Leiter runter. Da müssen die auch nicht immer so einen Umweg gehen hier. Ich glaube, das ist eine gute Idee, wenn wir mal hier aufmachen. Und hier mal eine Leiter runterbauen. Damit sich das CO2 von hier mal noch ein bisschen nach unten absetzen kann und der Sauerstoff von hier eher nach oben kann. Sonst haben wir hier ständig das Problem, dass sich hier das CO2 unten anlagert. Was? Er hat Spielbär-LP gesehen. Und da ist er so aggressiv geworden, oder was? Haben wir jetzt Strom? Immer noch nicht. Hier unten ist immer noch nicht fertig. Mann! Und er ist immer noch am Hüpfen hier. So, hier haben wir jetzt tatsächlich auch diesen Bereich mit dem Vakuum erreicht. Das ist schon mal gut. Ja, und da unten sind halt diese komischen Bienen. Da weiß ich halt auch nicht, wie ich da verfahren soll. Mit denen hatte ich noch nie Berührungskontakt gehabt. Na, endlich bauen sie mal. Okay, das Ding haben sie schon gebaut. Das ist schon mal gut. Mann, wir brauchen nur noch die paar Kabel hier. Dann können wir endlich da Massagen machen. Mach doch mal jetzt diese Kabel fertig. Ich bitte euch. Ich bitte euch. Mach doch mal jetzt. Bevor jemand einen Stromschlag bekommt, benutzt Konstrome. Konstrome schützen, was? Von 56 Kilokalorien runter auf 39k. Krass. Wer, wo, was? Weil der da alles weggefressen hat, oder was? Oh ja, stimmt. Wir sind bei 0, 0, 0. 39.000 Kilokalorien Matschriegel haben wir aber noch. 88%! Nein, nicht atmen! Lebensmittelvergiftung? Na, auch das noch. Ja, was frisst er auch die ganze Zeit abgelaufene Lebensmittel? Mit seiner Panikreaktion da. Und die Kotze hat immer noch keiner weggewischt. Und die Arborbäume wachsen jetzt mittlerweile nicht mehr, weil sie zu heiß geworden sind. Toll. Weil es da einfach zu warm wird. Ich glaube, vor allem hier unten ist es voll kühl. Das ist so ärgerlich. Wir müssen die eigentlich nach unten packen. Die Arborbäume. Wir müssen die hier hinpacken, dass sie da unten wachsen können, wo es kalt ist. Ach, Leute, ey. Ich kann euch sagen, vielleicht lieber die Arborbäume hier einpflanzen, hier drüben. Weil wenn die nicht mehr wachsen, ist irgendwann kein Holz mehr am Start. Wenn kein Holz mehr am Start ist, gibt es keinen Treibstoff mehr. Wenn es keinen Treibstoff mehr gibt, gibt es keinen Strom mehr. Wenn es keinen Strom mehr gibt, gibt es keine Massage mehr. Wenn es keine Massage mehr gibt, gibt es Stress. Ha! Pack dich da rein, schnell. Haben sie Strom jetzt? Haben sie ihn angeschlossen? Ja, haben angeschlossen. Nein! Warum? Geh weg da!
Der zu Ramses muss sich massieren lassen. Oh, er hat keinen Kopf mehr gehabt. Habt ihr das gesehen? Los, geh da hin und leg dich jetzt rein da. Oh, Gott sei Dank, endlich. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott. Oh, Lord. Oh, Gott. Jetzt müsste man da nur noch Sauerstoff reinkriegen. Das wäre natürlich das Nonplusultra. Aber dazu muss noch ein bisschen mehr Sauerstoff hier unten, Kohlendioxid hier unten abgepumpt werden, glaube ich. Dazu haben wir immer noch zu viel CO2 hier unten. Ja, die Arborbäume müssen halt da weg. Okay, die Arborbäume müssen wir jetzt hier drüben einpflanzen. Hilft nichts. Da, wo es kühl ist. Okay, warte mal kurz. Da müssen wir jetzt mal hier Pflanztöpfe anbringen hier. Warte mal, Moment. Wie sieht es mit der Temperatur da aus? Okay, hier ist es kühl. Ich hoffe, nicht zu kühl. So, da brauchen wir immer wie viel Platz dazwischen? Immer zwei Blöcke dazwischen Platz. Machen wir das mal so. Ja? Machen das so. Oder müssen wir da die Prio hochmachen? Weil sonst endet das hier nämlich in einem absoluten Desaster. Und ich bin der Master of this Desaster. My dear friends. Automatische Bewässerung ist ein Luxus, den wir uns nicht leisten können momentan. Wir müssen erstmal, bevor wir automatisch bewässern, eine Strom- und Sauerstoffproduktion mit Hilfe von Elektrolyse an den Start bringen. Und dann können wir uns um diese Luxusprobleme wie automatische Bewässerung kümmern. So, hat der jetzt mal... Der P-Bauer ist jetzt wieder bei einem Stresslevel von 91. Oh Mann. Wir brauchen noch eine Massagebank. Da müssen wir zwei Leute parallel massieren lassen, sonst haben wir keine Chance. Kannst du nicht weitere Pumpen bauen? Kostet alles Strom. Wir haben nicht unendlich Strom. Wir müssen Strom einsparen auch. Wir müssen Strom auch für andere Sachen noch nutzen. Hoher Stress. Ja, der Stress geht halt nicht runter, ne? Das ist das Problem hier. Ich glaube, das ist eine Death Spiral, in die wir hier geraten sind. Ich glaube, wir kommen hier nicht mehr raus aus dieser Death Spiral. Es sind einfach zu viele Dinge, die gerade schief gehen. Ich meine, guckt euch alleine mal das Sauerstoff-Overlay an. Wir haben nur noch hier oben Sauerstoff. In diesem Bereich. Tendenz weiter nach oben, weil irgendwann ist nur noch hier oben Sauerstoff. Und auf dem Klo, komischerweise. Auf dem Klo ist immer ganz viel Sauerstoff. Frag mich nicht, wie das passieren konnte. Auch mit hohem Druck tatsächlich. Hier ist jetzt schon wieder so hoher Druck. Das ist unglaublich, ey. Das hört gar nicht mehr auf. Hier unten sind wir jetzt auch schon wieder bei 5000. Wir kriegen diesen Druck einfach nicht geringer. Das ist echt heftig. Wir kriegen das einfach nicht weg. Und das, obwohl wir hier schon die ganze Zeit am Graben sind. Das ist echt übel gerade. Never give up. Ja, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich das noch umgerissen kriege. Hier hinten ist ja auch schon wieder Ende vom Level. Da kann ich ja nicht weiter graben. Da sind auch keine Hohlräume, die ich nutzen kann. Hier drüben sind halt Hohlräume, aber die sind auch schon gefüllt mit CO2. Da oben ist ein Vakuum. Tja, ich glaube, wir kommen nicht drum rum, noch eine Pumpe zu bauen. Das wird auf jeden Fall notwendig sein jetzt. Ja, und dann müssen wir mal zusehen, dann, wie wir dann weitermachen. Dann haben wir jetzt ja hier diese Massagenbänke, die brauchen ja auch immer jeweils... wie viel brauchen die an Strom? Die brauchen ja auch 240. Sind ja schon wieder, die Hälfte der Leitung ist schon wieder nur mit den Massagebänken dann ausgelastet. So, und dann, ja, dann noch die Pumpe dazu. Das sind auch wieder 240. Meine ich jetzt. Ja, und dann ist schon wieder fast die ganze Leitung nur mit den Pumpen und mit dem... Hey, das ist doch heftig, ey. Okay, egal. Machen wir jetzt trotzdem. Wir müssen es machen. Es hilft nichts. So, es wurde gesagt, eine Leitung kann mehr als eine Pumpe abführen an Gas. Das heißt, wir machen das jetzt mal so, dass wir dieses Gas von der Pumpe damit reinnehmen. Dann nehme ich mir jetzt hier von der Stromleitung von der einen, die wir da gerade gemacht haben. Da ziehe ich mir dann entsprechend hier noch eine Nebenleitung runter. Oh Gott, da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir da jetzt zu Potte kommen. Müssen wir jetzt so machen hier.
Und an der Stelle ist diese Folge Oxygen Not Included auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos nicht nur zu diesem Let's Play, sondern auch zu anderen Projekten. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao!